Wir haben in der Jutsu-Schule seit 1986 hier in München, dann 1995 auch in Heilbronn und auch in anderen Standorten hier in Deutschland. Und wir zeigen euch ein paar Sachen, also traditionelle Sachen, Schwertkampf, Stockkampf, aber auch so akute Selbstverteidigung, was man so benutzen kann, wenn man mal irgendwie geschnappt wird, belästigt wird, soll ja ab und zu vorkommen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann einfach mal fragen. Wir haben auch Prospekte ausliegen und genießt einfach die Show. Gut, fangen wir an. Genau. So, jetzt. In den Jutsu gehen wir ja davon aus, dass wir nicht auf einer Matte trainieren, sondern vielleicht auf Rasen oder von mir aus auf Asphalt. Und ich sage immer, das ist so ziemlich das Intelligenteste, was man bei uns überhaupt lernen kann, nämlich Falle, Abrolle. Also mir hat es schon das Leben gerettet, mal über ein Auto drüber, vom Motorrad. Also macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. So, ihr steppt einfach hier ran, Ausfallschritt, Rollrad, kommt immer bei die Beine nach oben. So. Schon gesehen, der Hauptunterschied bei uns beim Rolle ist, wir machen also nicht das, was ich mal in der Schule gelernt habe, die Hände so nach vorne und über Nackenrolle oder irgendwie abzuschlagen auf dem Boden. Ich will den Schwung benutzen, um wieder aufzustehen. Bei Möglichkeit, Kopf kommt nicht auf den Boden und er rollt über die Schulter ab. Okay? Was ihr jetzt auch noch probieren könnt, ihr seid hier, ja, merkt ihr einen Widerstand, Gegner kommt von hier, ihr rollt ab und seid wieder hier. Okay, gut, so, was machen wir jetzt hier? Man macht hier einen schönen langen Angriff, ich weiche aus und mache einen Block. Mein Block, ich versuche den kompakt zu halten und ich stopp voll. So, jetzt diese Bewegung kommt euch ein bisschen komisch vor vielleicht, aber stellt euch vor, ihr habt jetzt irgendwas in der Hand, Gras, irgendwas, Kieselsteine, in alten Socken, keine Ahnung. Seid hier, werft das Gegner ins Gesicht und greift weiter an. Seid hier, tief, Beinwechsel, dann. Okay, bitteschön. Natürlich kein Mensch an. Aber was kommt häufig vor, dass man mal eine Ohrfeige kassiert oder dass man mal einen Schwinger kassiert. Und wie man sowas abwehren kann, zeige ich euch jetzt. Micha und Ricardo.
Was ich machen könnte, wäre, ich gehe hier schon raus und hole ihn mir. Oder ich fange diesen Schwinger ab und nutze den Schwung, den ich hier habe, für eine Hebung. Solche Sachen machen wir schön langsam, weil ich haue mir die Schulter raus. Ich könnte mir die Schulter ausrenken. Runter. Ich habe ihn hier. Ich kann ihn sichern. Noch einmal. Also, das ist meine Kraftstellung. Weil ich will ja deeskalieren, eigentlich. Also bin ich hier, das, hier rein. Jetzt kann ich schauen, Handy dabei, Geldbeutel, alles was man brauchen kann. Okay, ist schon probiert. Was ich nutze, ist hier dieses anatomische Problem, sage ich mal, weil ich jetzt in die Richtung gehe. Einzige, was mich hier zurück hat, ist sein Daumen. Der also jetzt, wenn ich jetzt gegen seine Finger gehe, das ist schwer. Wenn ich nach hier gehe, ist leicht. Okay? Wenn ich nach hier. Okay? Probiert? Okay. Okay, nächste Geschichte. Kommt an, Reifer, packt euch am Hals. Und dann haben wir mal drauf gewartet, der Thomas war einer der Verletzten, hat er wieder anfangen. Sehr schön, wenn euch der Gegner greift. Was wir machen sollen, wenn er überhaupt schon so weit kommt. Wenn das schon zulassen. Erst was ihr macht, ist Kinn runter, Schultern hoch. Also das, was wir in der Schule gemacht haben. Wir spannen hier die ganze Muskulatur an. Geht nach hinten weg. Sieht man jetzt wie im Bart nicht. Ihr geht hier zum Kehlkopf. Deswegen machen wir das halbwegs vorsichtig. Bin her. Und dann. Okay? Von hier muss sofort reagieren. Und dann. Okay? Thank you.
Ninjutsu, Ninja, die kommen ja aus Japan, ist eine japanische Kampfkunst. Und die Hauptwaffe ist bei uns auch das Katana. Man kann das mit Stahl trainieren, mit einem stumpfen Stahlschwert oder ja, hat schon ein bisschen Glitter mit dem Holzschwert. Das ist auch eine halbwegs sichere Geschichte. Da zeigt man euch mal so eine ganz typische Kata und wie man die dann auch benutzt. Okay? Gut. Okay, fangen wir hier an. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Das ist immer der spannende Teil. Körper zu kriegen, weil ich komme in seine Reichweite. Das heißt, was ich mache, ist, das Erste, was ich hier treffen kann, sind seine Hände. Seine Hände, vorne auf den Pfoten. Jetzt schiebe ich ihn weg, zum Beispiel am Brusttarnisch. Ich komme hier nach vorne. Mache ich es erledigt. Okay, nochmal. Also meine ersten Bewegungen kommen aus seiner Reichweite hier raus. Dabei ziehe die Klinge von mir hoch. Okay? Gut, vorsichtig. Okay. Mutadori nennt sich das. Mutadori bedeutet, ich habe keine Klinge. Ja? Wurde jetzt gerade ohne Klinge, ohne Waffe überrascht, was sehr selten vorkommt. Oder aber es ist einfach so, mir wurde das Teil aus der Hand geschlagen in der Schlacht zum Beispiel. Das heißt, ich habe jetzt hier ihn und er greift an, gut, passt. Und er geht den Angriff einfach mal aus dem Weg. Okay? Und hier Kontakt aufbauen, den hier. Okay. Hier nach vorne. Von oben kann ich auf die Klinge greifen, das ist nicht scharf. Kann hier, so jetzt wichtig, was ihr hier seht, greifen das Schwert, greifen mit seine Hand, ich versuche beides zu kriegen. Das hier. Dann bin ich hier, komme hier rein. Okay, normal. Okay. Hanbo, halber Stock auf Japanisch. 90 cm lang, also 3 Fuß. Ein ganzer Stock wäre dementsprechend dann 1,80 m. Das habt ihr vorhin zum Beispiel gesehen mit den Langwaffen, mit der Naginata. Und was müsst ihr einfach machen?
ganz einfacher Drill, zum, einfach um zu lernen, mit der Waffe umzugehen. Machen wir hier, wir kommen hier nach vorne. Wir versuchen hier möglichst viel Reichweite zu machen, bleiben weiter weg. Ja, also ich versuche jetzt zum Beispiel, nicht irgendwie so zu schlagen, wie wenn du ein Paddel in der Hand setzt, sondern ich versuche hier wirklich mal Reichweite zu machen. Yes. Okay, eine kleine Überraschung. So, probiert mal. Stock kann man natürlich auch für einen Nahkampf benutzen. Ich meine, ja, ich kann ihm das Ding auch über die Rübe ziehen, aber es ist vielleicht nicht so, dass jede Situation es hergibt. Und deswegen, wir gehen hier zur Seite raus, bin wieder außerhalb seiner Reichweite, wenn es geht. Ja, baue hier meine Technik auf, bring ihn zum Fall und nur ein bisschen Fahrstilkontrolle machen. Okay. Gut, probiert. So, jetzt, das hier könnte natürlich ein Spazierstock sein, kann ein Regenschirm sein. Und ja, ich bin hier auf der Haut, habe hier meine Technik, ist alles gut bei euch. Okay, normal, komm zum Beispiel hier. Das war jetzt unsere zweite Show heute. In zwei Stunden haben wir noch eine. Immer jede Show ein bisschen anders. Wenn ihr vorbeikommen wollt, suchen wollt, würde mich freuen. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt ein paar Infos gekriegt über uns. Vielleicht sieht man sich mal im Training. Bedanke mich. Ciao, ciao.